Diese kleine Gewohnheit kann einen Dominoeffekt haben, der dazu beiträgt, andere kleine Gewohnheiten zu triggern, um dein Zuhause ordentlich zu halten. Hallo von minimalismus.ch, wo ich dir wöchentliche Inspiration und Denkanstöße zum Leben ohne Ballast gebe und Schritt für Schritt Anleitungen zum Minimalisieren in allen Lebensbereichen. In der Beschreibung findest du nützliche Links. Wenn du bis zum Ende bleibst, teile ich mit dir 10 Tipps mit, wie du den leichten Lebensstil auch nach dem großen Ausmisten dauerhaft etablieren kannst. Eine Zuschauerin hat mich gefragt, wie man in der heutigen schnellen Zeit am Minimalismus motiviert dranbleiben kann. Vor lauter Stress merke sie gar nicht, dass sich bei ihr wieder Sachen ansammeln. Gute Frage und darum heute 10 Tipps, um ein minimalistisches Zuhause und einen minimalistischen Lebensstil dauerhaft erhalten zu können. Tipp 1. Hast du auch wirklich gut minimalisiert? Besinne dich nach deinen Werten, die du beim ersten M meiner 4M-Methode definiert hast. Zum Beispiel Leichtigkeit, Freiheit. Ein wichtiger Teil bei der Vereinfachung deines Haushalts und deines Lebens ist die Reduktion der Masse. Wenn man einfach zu viele Sachen hat, ist es schwer, ein ordentliches, organisiertes und funktionales Zuhause beizubehalten. Besonders wenn du auch im Job gefordert bist. Also denk daran, dass zu viele Sachen dein Leben stressiger machen können, als es sein muss. Tipp 2. So wichtig die Entrümpelung und Reduktion auch ist, sie ist nicht die einzige wichtige Strategie, um dein Zuhause und Leben zu vereinfachen. Das Festlegen von den richtigen Gewohnheiten und Routinen ist ebenso wichtig für den minimalistischen Lebensstil. Verinnerliche dir unbedingt die 5 Minimalismusgesetze. Sie sind 5 Gewohnheiten, die du etablieren musst, wenn es leicht bleiben soll. Tipp 3. Beim dritten M, dem Methodisieren meiner 4M-Minimalismus-Methode, hast du deinen übrig gebliebenen Sachen einen Parkplatz gegeben. Oft vergessen die Leute hier das KISS-Gesetz, also dass es wirklich praktische Parkplätze sein müssen, die auch einem stressigen Alltag standhalten. Praktisch heißt, das Ding ist dort platziert, wo du es in der Regel auch brauchst. Je häufiger, desto näher und je seltener, desto weiter entfernt. Tipp 4. Beim Ohio-Gesetz ging es darum, Dinge sofort zu erledigen. Du kannst dies auch als One-Touch-Regel verinnerlichen, also dass du Dinge nur einmal anfassen willst. Anstatt etwas abzulegen, um es später zu erledigen, legst du es gleich weg und erledigst es. Natürlich ist man manchmal beschäftigt und es fällt schwer, die Dinge sofort aufzuräumen. Aber je mehr du dir angewöhnst, Dinge nicht umzuräumen, sondern eben direkt wegzuräumen, wenn du sie nicht mehr brauchst, desto einfacher wird es sein, dein Zuhause sauber und ordentlich zu halten. Tipp 5. Erkenne deine häufigsten Ursachen von Unordnung und mache einen Plan für diese Punkte. Oft sind es dieselben Gegenstände, die die Unordnung verursachen können. Kleidung, Papierkram, Spielzeug, Geschirr, Schlüssel, Telefone, Brieftaschen und so weiter. Achte im Laufe eines Tages also auf die häufigsten Ursachen für deine Unordnung und darauf, was normalerweise auf deinen Oberflächen herumliegt. Analysiere dann diese Gruppen von Gegenständen und versuche, noch mehr zu vereinfachen. Denk daran, der einfachste Weg zu vereinfachen ist immer die Trennung von diesem Ding. Wenn du dich nicht trennen kannst, dann mach es dir so einfach wie möglich, sodass du gar nicht anders kannst, als es sofort aufzuräumen. Viele Menschen missbrauchen zum Beispiel leere Ablageflächen. Dann überliste dich und entferne diese Ablageflächen, sodass du gar nicht anders kannst, als es aufzuräumen. Tipp 6. Papierkram scheint für viele von uns einer der häufigsten Gründe für Unordnung zu sein. So sehr, dass es sich meiner Meinung nach lohnt, sich wirklich Zeit zu nehmen, um ein System einzurichten, das speziell auf deinen individuellen Papierkram eingeht. Post, Listen, Schulunterlagen, Dinge, die unsere Aufmerksamkeit oder Maßnahmen erfordern und so weiter. Was hast du für ein System für diese Dinge?
Wenn alles herumliegt, hast du kein System. Schau dir dazu meine Videos zur Büroorganisation an und kreiere eines. Der Initialaufwand ist hoch, aber auf Dauer gewinnst du viel Zeit und es macht mehr Spaß. Tipp 7. Halte eine laufende Spendenbox bereit, die jederzeit zugänglich ist, im Keller oder Dachboden. Auf jeden Fall an einem Ort, wo du gelegentlich bist. Die Spendenbox erinnert dich daran, dass Minimalismus kein Nirvana, sondern ein nie endender Prozess ist. Die Spendenbox erinnert dich daran, dass es okay ist, dass Dinge mit der Zeit ihren Mehrwert verlieren oder einfach ausgedient haben. Gib sie sofort in die Spendenbox. Dann hast du auch noch eine Weile Zeit zum Schauen, ob du es vermisst oder nicht. Nach einer Weile die Spendenbox leeren, also spenden oder die Dinge verkaufen und die leere Box wieder für Neuzugänge deponieren. Tipp 8. Führe täglich ein schnelles Reset deines Zuhauses durch. Manchmal schafft man es am Tag nicht, Dinge immer sofort aufzuräumen oder am korrekten Ort abzulegen. Dafür machst du am Ende eines Tages ein kurzes Reset und erledigst dann dies, damit du am nächsten Tag wieder resettet starten kannst. Wenn du ein Haus mit mehreren Stockwerken hast, kannst du hierfür, analog zur Spendenbox, eine Platzwechselbox herrichten. Alles, was dort drin ist, gehört eigentlich versorgt. Aber du kommst am Tag nicht dazu, aus welchen Gründen auch immer. Beim Reset am Abend nimmst du dann diese Platzwechselbox und machst sie für den Folgetag wieder leer. Es ist so schön, jeden Morgen in einem aufgeräumten Haus aufzuwachen, statt in der Unordnung vom Vortag. Tipp 9. Nochmals zu den Flächen. Sie sind im Minimalismus sowas wie die Krone. Halte deine Oberflächen leer und benütze den täglichen Reset-Gang auch besonders dazu, die Oberflächen wieder leer zu kriegen. Flache Oberflächen wie Küchentheken, Couchtische, Küchentische, Nachttische und so weiter scheinen Magneten für Unordnung zu sein. Auch hier gilt, je öfter du diese Flächen aufräumst und leer behältst, desto einfacher wird es mit der Zeit sein, diese leer zu behalten. Es wird dich mit der Zeit stören, wenn sich etwas darauf ansammelt. Tipp 10. Vielleicht etwas banal, aber mit einem psychologischen Faktor. Mach dein Bett am Morgen nach dem Lüften. Dein Bett zu machen mag nicht so wichtig erscheinen, es steht in deinem Schlafzimmer und wahrscheinlich sehen sowieso nicht viele Leute dieses Zimmer. Warum ist das also wichtig? Weil es deine Denkweise betrifft. Es geht darum, dass du deinen Tag mit einem Gefühl der Leistung und Initiative beginnen kannst. Dein Bett zu machen dauert ein, zwei Minuten, aber es verändert sofort die Art und Weise, wie dein Schlafzimmer aussieht und sich anfühlt. Es lässt den Raum ordentlicher, sauberer und einladender aussehen. Diese kleine Gewohnheit kann einen Dominoeffekt haben, der dazu beiträgt, andere kleine Gewohnheiten zu triggern, um dein Zuhause ordentlich zu halten. Weil ein Schlafzimmer beispielsweise so schön aussieht, wenn du das Bett gemacht hast, könnte es dich dazu anregen, deine schmutzige Wäsche in den Wäschekorb zu legen, anstatt sie auf den Boden zu legen. Oder es könnte dich dazu inspirieren, dein schmutziges Geschirr in den Geschirrspüler statt in die Spüle zu stellen, weil du den Unterschied gesehen hast, den eine kleine Handlung in deinem Schlafzimmer bewirkt. Schlusswort. Die Kombination aus weniger Besitz in Verbindung mit den richtigen Gewohnheiten ist der Schlüssel, das einfache und leichte Leben im Minimalismus dauerhaft meistern zu können. Und denk daran, Fortschritt, nicht Perfektion. Es kann Zeit und Übung erfordern, neue Gewohnheiten und Routinen einzuführen. Man muss nicht versuchen, sie alle auf einmal zu lernen. Versuche, ein oder vielleicht zwei neue Gewohnheiten auf einmal hinzuzufügen. Es ist wichtiger, den Fortschritt anzustreben, nicht die Perfektion. Und wenn sie dir ein paar Tage nicht gelingen, mach dich nicht selbst fertig. Fange dort an, wo du stecken geblieben bist und bewege dich mit Leichtigkeit voran.